Mein Name ist Albrecht Brömme. Ich bin der Projektleiter für das Projekt Corona-Behandlungszentrum Jaffestraße. Das ist ein Projekt, was Mitte März geboren wurde, die Idee dazu, und was in kurzer Zeit realisiert werden konnte. Es soll verhindern, dass die Berliner Krankenhäuser bei einem Anstieg der Corona-Patienten überlaufen. Das heißt, zu viel zu tun haben. Und wir erwarten hier Patienten, die im Krankenhaus schon waren, die dort nicht mehr versorgt werden können wegen der Menge. Und wir kümmern uns hier gerne um die mittleren bis leichteren Corona-Fälle. Zum jetzigen Zeitpunkt sagen viele, hurra, wir haben es hinter uns. Und da sage ich nur, mit meinen Erfahrungen, mit meinen Überlegungen, das wäre schön, ich würde mich sehr freuen, aber ich sehe diese Entspannung noch nicht. Und auch der Präsident der Weltgesundheitsorganisation hat gerade die Staaten, die jetzt wieder ihre Maßnahmen zurückfahren, davor gewarnt, mit einer gewissen Gefälligkeit zu sagen, wir brauchen ja nicht mehr zu tun. Also be prepared, wie man so schön sagt, bei den Pfadfindern gilt nach wie vor. Und jetzt haben wir auch noch Zeit, Luft zu holen und auch Werbung zu machen, Menschen zu gewinnen für diese Arbeit. Ich würde nie sagen, dass das hier wunderschön ist, aber wir haben optimale Bedingungen geschafft und mit guten Teams, und wir haben bisher schon viele Teams erlebt bei der Schulung, hier zu helfen. Und nichts ist schöner, als anderen Menschen zu helfen. Manchmal ist es einfach zu sagen, wenn wir nicht brauchen. Also zu alt sollte man nicht sein, wenn man hier drin arbeiten will, weil man da in eine Risikogruppe fällt. Und da gibt es Leute, die sagen, bei 65 oder bei 70 ist Schluss. Das muss man immer noch individuell sehen. Ich freue mich über jeden Menschen, der sagt, was machen die eigentlich? Ich melde mich mal und dann kann man sich ja informieren. Wir suchen vor allem natürlich Menschen aus den Pflegebereichen, die hier arbeiten. Aber hier arbeiten auch Feuerwehrleute, die Kontrollgänge machen. Da haben wir schon genug. Wir haben hier Ärzte natürlich. Da haben wir auch Etliche schon gefunden über die Ärztekammer Berlin. Aber zu sagen, jetzt haben wir genug und müssen nichts mehr tun, der Fall wird sicher nie eintreten. Ein großer Engpass sind Intensivpflegekräfte. Also jede Kraft, die jetzt noch auf dem Sofa sitzt und früher das mal gemacht hat, die ist toll, dass man den Hintern hochheben und hierher kommen soll. Wir stehen jetzt hier gerade in einem Bereich für die Intensivbehandlung, in dem Bereich mit dem blauen Fußboden, wo beatmete Patienten dann sein werden, die mit Maschinen auch beatmet werden. Jetzt ist alles ganz still, es ist keiner drin, außer wir drei. Und wenn ich mir vorstelle, wie das hier zugeht, wenn hier viele Patienten liegen, ob nun 100 oder bis zu 500, dann muss ich sagen, dann sind das schon sehr belastende Umstände. Also jeder, der hierher kommt, muss auch bereit sein, unter diesen schwierigen Umständen zu arbeiten. Wenn hier die Corona-Erkrankten liegen, dann muss man auch mit Schutzausrüstung hierher, also ein Plastiküberzug muss getragen werden, die FFP2-Maske. Mit Ventil muss getragen werden. Das ist anstrengend und alle 2 Stunden muss man dann auch mal wieder rausgehen, um wieder mal richtig Luft holen zu können. Raucher werden es schwer haben, weil hier drin nicht geraucht werden darf, wie in jedem Krankenhaus, aber weil es auch keine Raucherzimmer oder Raucherecken gibt. Also wir suchen Leute aus dem Gesundheitsbereich, aus dem Krankenhausbereich, aus dem medizinischen Bereich, die sagen, eine Herausforderung wird sein und der will ich mich gerne stellen. Was ich garantieren kann, ist gute Stimmung, gute Verpflegung und gute Teams. Was hat mich bewogen, mich für dieses Projekt zu interessieren? Es ist nicht jahrelange Erfahrung im Krankenhausbau. Das ist schon etwas sehr Spezielles. Da mussten wir erst ein Team finden, was das gemacht hat. Mich hat die Aufgabe gereizt, in kürzester Zeit eine wichtige Aufgabe zu erfüllen, die zur Vorbereitung, besseren Vorbereitung der Stadt Berlin für eine schwierige Situation führt. Und von sowas bin ich schnell zu begeistern. Und ich hatte unendlich viel Zeit, weil ich eigentlich im Ruhestand bin. Ein wesentliches Merkmal bei der Errichtung dieses Corona-Behandlungszentrums sind Innovationen, die zum Teil auch während des Baus entstanden sind. Da möchte ich Ihnen etwas zeigen. Wir finden hier ein Beatmungsgerät mit allen möglichen Beigeräten der Firma Dräger, was es in vor 14 Tagen dieser Form noch nicht gab. Und eine Erkenntnis aus dem Corona-Behandlungszentrum Jaffestraße war, wir mussten bisher vorsehen, dass die ganzen Zusatzgeräte wie Monitore und so weiter an einer Wand, an einer Schiene an der Wand angebracht wurden. Und weil die Messebauwände dieses nicht aushalten, musste extra noch eine zweite Wand gebaut werden von Innenausbauleuten.
Die Firma Träger hat gesehen, das könnte man doch anders machen und hat an dieses Gerät noch alles dran gehängt mit den vielen Armen. Jetzt haben wir hier den ersten Prototyp eines ganz neuen Gerätes zur Beatmung, was total flexibel eingesetzt werden kann. Mobil bis dort hinaus. Selbst der Fuß unten, der war bei den ersten Geräten, die wir hier hatten, viel zu klein. Die waren kippelig, wurden vergrößert. Und so muss ich sagen, bin für mich auch als Ingenieur ist es ein wunderbarer Effekt, dass man sagen kann, wir lernen hier, wir können uns verbessern. Ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Und jeder, der hier arbeitet, wird einen Beitrag dazu leisten, auch diesen Prozess weiter zu verbessern. Ein wichtiger Aspekt war auch, wie wohl kann man sich als Mitarbeiter, als Mitarbeiterin fühlen, wenn man hier viel arbeiten muss. Wir haben versucht, die Wege zu optimieren, indem man nicht kreuz und quer laufen muss, sondern immerhin nach 10, 15 Metern das findet, was man braucht. Wir haben jedes Bett nummeriert. Wir stehen hier vor dem Bett Nummer 099 in dem blauen Bereich. Diese Nummern sind hier gut angebracht. Die stehen auch am Bett und der Patient wird auch die Nummer tragen. Und der Fußboden ist auch eine geniale Entwicklung. Drunter ist der nackte, harte Betonboden. Darauf liegt eine Schicht mit Holzplatten, dann kommt eine Dämmschicht und dann dieser wunderbare Linoleumboden. Und dadurch hat man beim Laufen nicht das Gefühl, zu hart zu sein, ist auch nicht zu laut. Also das war auch wichtig für den Komfort, den man bieten kann, wenn man die richtigen Materialien wählt. Und das ist uns gelungen. Übrigens 12.000 Quadratmeter Fläche wurden in 4 Tagen ausgelegt. Wer schon mal eine Firma hatte, die Küche neu zu verlegen, weiß, das dauert dort länger. Wir stehen hier an Türen, wo dran steht Notausgang, Emergency Exit. Und dieses Schild wird dann geändert werden in Eingang für die Patienten. Hier wird die Krankenwagenvorfahrt sein, die Patienten kommen hier rein. Und auch die Entlassenen kommen hier wieder raus und werden dann in dieser Richtung abgefahren. Und hier hinter diesem Bauzaun ist der Zugang zur Halle 25. Und die Halle 25 wird die nächste Halle sein, die als Corona-Behandlungszentrum vorbereitet wird für gut 300 Betten, die hier geplant sind. Bis zu 320 Betten können wir hier realisieren. Da gehen die Bauarbeiten demnächst los. Und dann muss man sehen, wie das mit dem Geld, mit der Finanzierung hinkommt, dann wird es auch fertig gebaut. Alles vor dem Hintergrund, wer weiß, was noch kommt. Und das ist die große Frage und ich bin auch kein Prophet und deshalb bin ich lieber gut vorbereitet. Mein Motto ist, ein Feuerlöscher kauft man auch nicht erst, wenn es brennt und die meisten werden unbenutzt entsorgt nach 10 Jahren. Allein das Projekt mit den 500 Betten braucht viel Personal und für die nächsten 300 Betten brauchen wir nochmal Personal. Also auch mein großer Wunsch ist, dass ich möglichst viele Menschen einen Ruck geben und sagen, ich melde mich mal. Und dann muss jeder sehen, ob er sich das zutraut. Und wenn er sich zutraut, ist er hier herzlich willkommen.